Hi! Es ist 3 Tage her, seitdem ich Patreon gelauncht habe. Und sie sind einfach schon ausverkauft? Wir waren schon seit gestern ausverkauft. 85 Plätze weg. Ich bin sprachlos. Ich versuche gerade zum dritten Mal, das hier aufzunehmen und so euch mitzuteilen, wie ich mich fühle. Aber ich finde einfach nicht die richtigen Worte. Also sage ich einfach nur Danke. Danke, wirklich. Das bedeutet mir sehr, sehr, sehr viel. Keine Ahnung. Ich habe mich jetzt übrigens auch dafür entschieden, mehr Plätze freizuschalten. Jetzt, wo ich das etwas besser einschätzen kann. Das heißt, wenn noch welche von euch Lust haben, mich zu unterstützen oder einfach Bock auf die physischen Extras haben, diesen Monat ist das Pizdarm-Set, dann könnt ihr euch gerne anmelden. Der Link ist in der Infobox, müsst ihr natürlich nicht. Ja, aber ich wollte euch einfach alle die Möglichkeit geben. Boah, ich komme wirklich noch immer nicht drauf klar, ehrlich. Auf jeden Fall habe ich mir ein kleines Geschenk gegönnt. Für die ganze Arbeit und dass es alles so gut geklappt hat. Man muss sich ja auch immer belohnen. Und es ist lustigerweise wirklich an dem Tag angekommen, an dem, ja, die ganze Patreon-Sache ausverkauft war, also gestern. Und ich musste eine ganze Nacht warten, bis ich das endlich aufmachen kann, weil ich das mit euch zusammen machen wollte. Das hier ist mein allererstes Original, was ich mir selbst gekauft habe von einer anderen Künstlerin. Ich habe zum Beispiel noch ein anderes wunderschönes Original hier. Das habe ich aber nicht gekauft, das wurde mir zugeschickt. Das steht hier hinten neben meinem Schreibtisch. Das ist das hier. Das hat die wunderschöne Tiana für mich gemacht. Das ist Haku. Und ich liebe es. Ich freue mich schon darauf, irgendwann ein größeres Studio zu haben, weil dann werde ich eine ganze Galeriewand machen, wo die ganze wunderschöne Kunst von euch hängen kann. Auf jeden Fall, das kleine Geschenk. Ich freue mich so sehr. Das ist von der Sally. Sie hat auch einen YouTube-Channel, genau wie Tiana, aber die beiden sind eher auf Instagram aktiv aktuell. Sie hat das Bild für eine Messe gemalt und das so in einem Reel geteilt. Ich habe sie direkt angeschrieben. Ich war so, oh mein Gott. I love him. Kann ich ihn kaufen? Und sie hat ja gesagt. So. Liebe Shania, danke für deinen Support. Ich hoffe, du passt gut drauf auf. Viel Erfolg bei allem. Liebe Grüße, Sally. Mit einem wunderschönen Print. Guck dich das an. Sie hat auch so einen super magischen, fantastischen Stil. Arbeitet am liebsten mit Öl. Ich verlinke ihren Account mal unten in der Infobox. Da könnt ihr mal vorbeischauen. Extras. Es gibt noch hier noch ein Print. Polo-Sticker. Und nochmal die kleine Fee. Oh, ich bin so gespannt. Ah, so süß. Oh mein Gott, ich kann nicht mehr. So süß. Oh mein Gott, das gehört jetzt einfach mir. Hola, heute ist Mittwoch, der 31. Mai und ich habe endlich ein bisschen Zeit gefunden, um weiterzumachen mit meinen Ölgemälden. Es ist so frustrierend, ich habe den letzten Monat eigentlich gar keine Zeit gehabt und auch heute habe ich nur 4 Stunden Zeit, weil ich mich später mit einer Freundin treffe und ich habe keine Lust, wisst ihr? Also ich habe keine Lust, mich mit meiner Freundin zu treffen. Was problematisch ist, das hat nichts mit meiner Freundin zu tun. Ich möchte einfach nur lieber malen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich bin einfach eine schlechte Freundin. Wirklich alle, die gerne da draußen mit mir befreundet wären. Also danke, aber ich bin eine unfassbar schlechte Freundin. Ich treffe mich nie mit euch. Ich brauche 3 Monate, um auf Textnachrichten zu antworten. Und ich versetze euch manchmal, um zu malen. Aber ich arbeite dran, deswegen gehe ich hier heute hin, weil ich weiß, sobald ich da bin, werde ich Spaß haben. Aber ich bin frustriert, dass ich nur 2, 3, vielleicht 4 Stunden malen kann, bevor ich los muss, weil sie auch noch unfassbar weit weg wohnt. Eine Stunde mit dem Zug. Könnt ihr euch noch daran erinnern, dass ich 2 Bilder gleichzeitig malen wollte, damit ich keinen Leerlauf habe und mehr schaffe? Ich schaffe nicht mal 1 aktuell. Das ist so frustrierend. Und jetzt bin ich mir einfach nur unsicher, an welchem ich arbeiten werde. Wahrscheinlich werde ich weitermachen mit der Schlangenfrau. Aber ich möchte beide malen. Ich möchte einfach nur malen, bis die Sonne untergeht.
heute ist ein ganz besonderer Tag, denn das Wetter ist wieder schön und ich habe auch schöne Menschen gefunden. Also gibt es heute nochmal ein Fotoshoot für meine Children of the Forest Reihe. Eigentlich dachte ich, die Reihe wäre vorbei, aber die Models passen so perfekt in die Optik rein und zudem ist das alles sehr spontan zusammengekommen und ich habe einfach nicht die nötigen Accessoires für irgendeine andere Reihe sowie die Idee. Also nochmal was für Children of the Forest, was ich nicht so schlimm finde. Das ist auf jeden Fall aktuell immer noch mein Wohlfühlmalgebiet. Ich habe soweit alles vorbereitet. Ich habe eine Pinnwand mit Ideen. Ich habe, wie gesagt, die Accessoires. Ich habe eine Location gefunden. Ich muss ehrlich sein, ich habe vor ein paar Wochen diesen Wald entdeckt und ich war so, oh mein Gott, das ist perfekt für die Reihe. Da waren nur diese dicken, schönen Bäume und überall waren weiße Blumen. Und ich war gestern nochmal gucken. Und die ganzen weißen Blumen sind jetzt Brennnesseln. Das wird also lustig. Wir werden sehen, wie es wird. Wenn es zu schlimm wird, gehe ich einfach an meine normale Location, da wo dieser See ist. Vielleicht schmeiße ich sie wieder ins Wasser. Wir gucken mal, was der Abend so bringt. Das Einzige, was ich auf jeden Fall jetzt noch machen muss, ist meine Speicherkarten leer kriegen für die Fotos. Oh, es ist so hübsch. Ich mach mein Blümchen. Und tatsächlich sind wir auch am Ende zu meinem Lieblingswald gegangen, da der Brennnesselwald abgesperrt war aufgrund eines Trödelmarks. Das waren mir einfach zu viele negative Signale. Und am Ende bin ich richtig froh, wieder hier zu sein, denn die Wahrheit ist, ich habe keine Ahnung, was ich mache, wenn ich fotografiere. Ich überlege mir einfach nur, was vielleicht schön für ein Gemälde wäre und lasse die Models machen. Das Grün der Bäume, das wunderschöne Licht zur Golden Hour und die zauberhaften Reflexionen des Wassers machen den Rest. Ich meine, ja, die Fotos sind etwas verschwommen und einige Einstellungen hätten besser sein können, aber es reicht als Vorlage vollkommen aus. Das Team bestehend aus meiner Schwester und ein paar ihrer Uni-Freunde waren übrigens zauberhaft. Sie haben alle toll mitgeholfen, super gemodelt und während ich teilweise bis zu den Schultern im Wasser stand, haben sie sich gegenseitig mit den Outfits geholfen. Und es war cool zu sehen, wie sie ihre eigene Interpretation einer magischen, fantastischen Person interpretieren. Denn ich habe sie einfach das anziehen lassen, worin sie sich am wohlsten gefühlt haben. Das gibt den Charakter auf dem Bild am Ende auch viel mehr Tiefgang und Charakter. Dutzend der gemachten Bilder werde ich übrigens auch auf Patreon hochladen, wenn ihr sie auch nutzen wollt, als Vorlage oder als Referenz. Und da wir jetzt wieder dabei sind, möchte ich mal wieder genau euch danken, meinen Patreons, für einen weiteren Monat eurer Unterstützung. Hier seht ihr ein paar meiner Lieblingsbilder unbearbeitet. Ich bin auf jeden Fall offen für Ideen, wie ich sie weiter kreativ ausarbeiten kann. Sie abzumalen ist super als Übung für ein Ölbild, aber ich habe auch Lust, mehr Magie oder Abstraktion reinzubringen. Und wie ihr sehen könnt, habe ich diesmal auch einen Mann dabei. Wer weiß, vielleicht wird es mal Zeit für einen Sohn des Waldes. Was sagt ihr? Die Katzen hatten am 1. Juni Geburtstag. Wir wissen nicht genau, wann Chloe Geburtstag hat, aber wir haben sie einfach hinzugefügt. Es war ja irgendwie traurig, wenn die beiden Jungs was bekommen würden und sie nicht. Wir haben einen Kratzbaum bekommen für in diesen Raum, weil vor allem Chloe ist super gerne hier. Aber hier können sie nirgendwo so richtig sitzen. Und jetzt haben sie dann ihren eigenen Quadratmeter. So, und an alle, die denken, wer kreativ ist, hat auch ein Händchen für so einen Bastelaufbaumist. Nun, ich habe bereits beim ersten Schritt den falschen Stammer, das falsche Bettchen geschraubt, dabei das Bettchen durchbohrt und nach der Realisation die Schraube unter maximaler Kraftausübung nicht mehr rausbekommen. Also ja.
Ich war heute auf jeden Fall keine intelligente oder unabhängige junge Frau. Bin also zu Simon gerannt, der mir geholfen hat. Zu meiner Verteidigung jedoch, die Anleitung war verdammt kryptisch. Ich bin endlich fertig, wie ihr sehen könnt, mit dem Kratzbaum. Ich habe euch mal das Trara erspart, was gestern der Aufbauprozess war. Und ich habe mich dafür entschieden, es hier hinzustellen. Und vielleicht seht ihr die Kleinen dann manchmal im Hintergrund rumtoben. Heute ist ein ganz ruhiger Tag. Ich habe ein bisschen Bauchschmerzen und Rückenschmerzen. Und das Simon. Entschuldigung. Was ist das? Ich fühlte dich auf Sphären, dein Katzenriecherhalter. Simon und ich waren am Wochenende beim Jahrmarkt. Bei Flohmarkt. Bei Flohmarkt. Das ist süß. Ansonsten gab es da eigentlich gar nichts Spektakuläres. Simon hat eine PlayStation 2 gekauft. Aber das war's dann auch. Mhm. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte. Ich mache heute was ruhiger. Eingeplant war eigentlich nur ein relativ simples Bild zu malen. Ich wollte nicht länger als 5 Stunden dafür brauchen. Wofür brauche ich einen Kratzbaum, damit ihr Chloe seht, wenn sie sich wirklich immer vor die Kamera drängt, ha? Mäuschen. Schön, oder? Du kannst dich da reinlegen, guck mal. Das Bild, das wird eines der Bilder sein, die ich im Fotoshooting gemacht habe. Entschuldigt den Staubsauger im Hintergrund. Simon ist gerade am Aufräumen, der Süße. Und ja, ich muss dieses Bild machen. Also ich will es auch machen, aber ich muss es auch machen, weil ich dumm war und aus Versehen das Videomaterial von der Pilzdame gelöscht habe. Also ich habe noch den Zeitraffer, aber ich habe nicht mehr das ganz lange. Und das ganz lange, das brauche ich ja für das Q&A auf Patreon. Ja, und deswegen wollte ich jetzt nochmal ein Bild malen und das Echtzeitvideo von dem werdet ihr dann auf Patreon sehen, falls ihr ein Patreon seid. Ansonsten könnt ihr hier ja die Kurzfassung genießen. Ignoriert einfach den Karton, ich habe den noch nicht aufgeräumt. Ich habe diesen kleinen Rahmen und ich habe mir endlich mal Leinwände dafür gekauft. Ja, ich dachte, das passt eigentlich ganz gut zu dem Motiv. Ich muss tatsächlich noch ein Motiv aussuchen, aber währenddessen kann ich ja schon mal das Gesso trocknen. Oh Gott, die Leinwände sind ja ganz schlimm. Die sind so ganz schlecht gespannt. Ich habe mal einen Trick gehört, dass wenn man die Rückseite dann auch mit Gesso bestreicht, dass sich das dann besser spannt. Ich meine, probieren wir es einfach mal aus. Das Bild hier war von Anfang an nicht geplant als das finale Werk, welches aus dem Shooting hervorgeht. Dennoch mag ich es, jedes einzelne Werk wie mein größtes, bestes Projekt zu behandeln. Denn egal wie unscheinbar, jedes Bild könnte ja ganz zufällig und plötzlich der Liebling von mir oder von einem von euch sein. Diese Einstellung sorgt aber auch dafür, dass ich extra frustriert gerate, wenn es mal nicht klappt. Wie in diesem Fall, an einem Tag, wo ich mich sowieso nicht hundertprozentig wohlgefühlt habe. Ich habe viele Versuche und viele Layer gebraucht, bis es nicht länger so aussah, als wäre sie unter dem Bett eines 6-Jährigen hervorgekrochen. Aber es war eine tolle Übung, vor allem für das Licht. Auch wenn ich mir jetzt wiederum nicht mehr so ganz sicher bin, ob ich genau dieses Bild nochmal groß umsetzen möchte. Da müsst ihr mir auf jeden Fall bei der Entscheidung weiterhelfen. Aber ich meine, hey, genau dafür sind diese Malskizzen da. Ein kleineres Format und etwas grober, um zu sehen, ob das Motiv einem wirklich gefällt. Denn manchmal ist ein Foto doch ganz anders als ein Gemälde, auch wenn man letztendlich genau das Gleiche darstellt. Aber gut, bis dahin bin ich auf jeden Fall sehr froh über ein neues Kind in meiner kleinen Reihe.
Am Ende hatte ich mir dann eigentlich noch einen Nachmittag eingeplant, um an dem Ölgemälde weiterzuarbeiten. Aber es war absolut unaushaltbar im Wintergarten meiner Eltern. Ich habe dort kaum Luft bekommen, so heiß war es. Also bin ich zurück an den Waldsee und habe dort schon mal ein paar Skizzen gemacht für die Patreon-Postkarten für August. Ich habe euch gefragt, was ihr wollt und ihr wolltet Hunde, Pflanzen oder Drachen. Also habe ich nach einem Design gesucht, wo alles drin ist. Es muss auf jeden Fall noch ausgearbeitet werden, da werde ich mich nochmal mit meinen Patrons auseinandersetzen. Aber bis jetzt ist es eigentlich ganz süß. Abonniert gerne, damit ihr den weiteren Prozess im nächsten Vlog nicht verpasst. Lasst ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Und klickt gerne hier drauf, um meinen letzten Vlog zu sehen. Bleibt gesund und kreativ. Ciao!